In diesem Video gucken wir uns die drei besten 3D-Stifte an. Alle Stifte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welcher 3D-Stift der beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video! 3Doodler Create. Der 3Doodler ist gleichermaßen für Kinder ab 8 Jahren sowie für Erwachsene geeignet. Sobald der richtige Filamentmodus eingestellt und die entsprechende Temperatur vorgewählt ist, kann es losgehen. Der 3D-Stift ist 15,8 cm lang und ermöglicht mit einem Durchmesser von 2,0 cm eine bequeme Bedienung. Nach einigen Sekunden Vorwärmzeit ist der Stift einsatzbereit. Der 3D-Stift ist für PLA und ABS-Filamente geeignet. Entsprechend dem jeweiligen Material lässt sich die benötigte Temperatur einstellen und auf dem Display des Stifts ablesen. Dort finden Sie auch Angaben zu dem Material, welches gerade verwendet wird, sowie die Extrusionsgeschwindigkeit. Das Gerät verfügt über eine USB-Schnittstelle, an der sich beispielsweise eine Powerbank anschließen lässt. Das bedeutet ein hohes Maß an Flexibilität, da der Stift somit auch unterwegs einsetzbar ist. TecBoss SL 300. Dieser 3D-Stift unterstützt die beiden 1,75 mm Filamente PLA im Temperaturbereich von 160 bis 180 Grad Celsius und ABS im Temperaturbereich von 180 bis 210 Grad Celsius. Der Stift hat eine Geschwindigkeitsregelung in 8 Leveln, ein anpassbares Temperaturdesign und eine patentierte Keramikdüse. Er wird für genaues und stabiles Extrudieren sorgen und bietet sich für Kinder ab 5 Jahren und neugierige Erwachsene an. Der 3D-Stift ist in einem schwarzen Farbdesign verfügbar, misst 17,5 x 2,6 x 2,5 cm und wiegt knapp 55 Gramm. Der 3D-Stift hat eine Leistung von 24 Watt und wird mit einem passenden Netzteil, einem Stifthalter, einem Benutzerhandbuch und zwei PLA-Filamenten mit 1,75 mm geliefert. Er benötigt eine Spannung von 5 Volt bei einer Stromstärke von 2 Ampere. Eine OLED-Anzeige soll nicht nur das verwendete Filament, sondern auch die Temperatur anzeigen, damit die Käufer die volle Kontrolle über den Stift erlangen. Polaroid Root Play. Mit diesem 3D-Stift lassen sich die Modelle kreieren, die in Holzoptik daherkommen. Das liegt vor allem an dem mitgelieferten Kunststoff, der zum Teil aus Holz besteht. 3 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung. Im Lieferumfang sind 3x15 Gramm Filamente enthalten. Der 3D-Stift selbst ist ebenfalls in Holzoptik gehalten. Er verfügt über insgesamt 3 Bedienelemente, den Ein- und Ausschalter, die Drucktaste und einen Geschwindigkeitsregler. Sowohl die USB-Buchse als auch das Ladungsloch für das Filament befinden sich auf der Oberseite des Stiftes. Nach dem Einschalten leuchtet die LED rot, was bedeutet, dass sich der Stift für seinen Einsatz bereit macht und aufheizt. Wechselt die LED-Anzeige von Rot auf Blau, kann der Spaß beginnen. Damit der Einstieg leichter wird, ist der Zugang zur Polaroid Trace App inklusive. Die App funktioniert am besten mit einem Tablet. Die im Lieferumfang enthaltene Folie kommt nach dem Starten der App und der Auswahl der passenden Motive auf dem Touchscreen und schon kann der werdende Künstler die Figuren und Formen mit dem 3D-Stift nachzeichnen. Die so gestalteten Teile lassen sich miteinander kombinieren.